YouTube! Es wird Zeit für richtig wilde Indie-Horror-Games. Schnallt euch an, denn wir starten mit einem Spiel namens Don't Pee. Wenn du dich einpinkelst vor Angst, dann hast du direkt verloren. Ein knallhartes Indie-Survival-Horror-Game, wo es um wirklich alles geht. Man kann sogar seine eigene Unterhose designen. Ist das nicht geisteskrank geil? Ist das nicht geisteskrank geil, wenn ihr mich unterstützen wollt? Bewerten und kommentieren mit dem Hashtag geile Unterhose. Geile Unterhose jetzt in die Kommentare schreiben, damit der YouTube-Mitarbeiter, wenn er dieses Video kontrolliert, so einen richtigen Schock bekommt. Wisst ihr, was der große Trick ist? Einfach eine gelbe Unterhose nehmen, dann sieht man die Pipi-Flecken nicht. Ich bin jetzt schon einfach wieder Oberliga. Einfach wieder Oberliga. Mit meinem Mindset kann man einfach nicht mithalten. Ab geht's! I shouldn't have drank that fifth beer. I gotta go. Oh, verflucht, der Mann hat 5 Bier getrunken. Taschenlampe. Wie kriege ich die Taschenlampe an? F steht hier. Ach, hier drüben muss ich erstmal eine Taschenlampe einsammeln. This will help. Can't see anything. Du kennst dich in deinem eigenen Haus nicht aus? Das ist schlecht. Oh mein Gott, jemand hat meine Toilette geklaut. Not again. Nein, nicht schon wieder. It's fine. I can make it to the downstairs bathroom. Nicht schon wieder. Dauernd und ständig wird mir hier die Toilette geklaut. Das ist irre. Das ist einfach nur irre, wie oft mir hier in dieser Nachbarschaft die Toilette schon geklaut wurde. Oh, wow. Oh, wow. Fliegende Schuhe. Ich konnte es gerade noch so unterdrücken. Alter, das wäre beinahe nach hinten losgegangen. Oh, was war das? Oh, geez. Nein, meine Blase. Pipi, bleib drin. Wir dürfen uns nicht schon wieder einpissen. Ich bin Mann in den 40ern. I don't even have a kid. Where did this room come from? Moment mal, das ist gar nicht mein Haus. Ich habe gar keine Kinder. Das ist ein echt winziges Kinderzimmer und irgendwie auch frustrierend, ne? Kennst du dieses Zimmer? Ich kenn's nicht. The old crafting table. We had some good memories. I bet I could make a toilet here. Ja, hättest du mal hier eine Toilette draus gebaut. Okay, Moment. Er will eine Toilette craften? Er hat wirklich vor, eine Toilette zu craften? Jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Mein Ziel ist es also, eine Toilette selber zu bauen. Alter, das ist ein richtiger Mann. Bevor er kacken muss, baut er sich seine eigene Toilette. Like a real man. Gott, ist dieses Spiel männlich. I really need to find a job. Wie, jetzt muss ich auch noch Arbeit finden und das alles mit voller Blase? Okay, dann gehen wir mal nach unten. Ich wette, unten gibt's auch keine Toilette. Wenn wir sie bauen müssen, dann gibt's unten definitiv keine Toilette. Das sieht alles ganz sauber aus. Was? Moment mal. The boards are back. A nice clean hammer ought to do the trick. Wer nagelt denn nachts meine Bude zu? Und kettet mein... Und kettet meinen Kühlschrank zu. Oh, es war nur Toast. Alles gut. Oh, ich hab's unter Kontrolle. Oh, ich habe meine Blase unter Kontrolle wie ein Ninja. They think these chains are gonna stop me? Nichts kann mich aufhalten. Ich brauche einen Code. Oh, jeez. Oh, no. Wie komme ich denn hier weg? E, I. Ich komme nicht aus dem. Ich komm nicht weg! No!
Ich häng am Türcode. Oh, jetzt geht's. Was war das denn? Du musst es zurückhalten. Breaking News. Mann sucht Toilette. Nein. Ich hab's im Griff. Man hatte mich früher die Eisenblase. Komm schon, wir schaffen das, Kumpel. Wir schaffen das. Was ist das? Oh, hier könnte ich meine Schande verschwinden lassen, wenn ich mich einpinkeln sollte. Oh, jeez. Don't know. Ich brauche einen Hammer. Wo gibt's hier einen Hammer? Eine Fernbedienung. I can't hear anything. Let me turn this up. Es wird immer kräftiger. Good evening, I'm Alex Sargo and this is City News at 6. Our top story tonight. This marks the fourth such event this year, but city officials assure us that the situation is, as always, under control. We'll go to our correspondent, William Falco, who's on the scene now. Thank you, Alex. Not now. Not now. Zone where the latest zombie outbreak is unfolding. As you can see behind me, the affected area has been completely quarantined off by authorities. The outbreak, which began early this morning, has been contained to a three-block radius in downtown district. No! The Rapid Response Undead Unit, or RRUU, was on the scene within minutes of the first report. Their swift action has been instrumental in preventing the spread of the outbreak beyond these few blocks. The RRUU is using their capturing zombies for relocation, the city's rehabilitation and research center for the undead. Their scientists continue to work on understanding and potentially curing this condition. Each other. Okay, es geht um einen Zombie-Ausbruch. Der fünfte diese Woche schon. Ich habe aber keine Zeit für sowas. Ich muss den Hammer finden. Wenn ich keinen Hammer finde, bin ich sowas von tot. Wo könnte denn einer sein? Kann man hier die Schränke aufmachen? Jetzt wird's aber echt unangenehm. Gibt's sowas wie einen Keller? Oder wir müssen erstmal hier was mit dem Code machen. In related news, the city council has approved additional funding for the RRUU and the research center. Nowadays. This decision comes after a recent survey showed increased public support for zombie research. Oh, eine Münze. According to the survey, 68% of residents now support increased funding for zombie containment research. Ich kann nicht hier. Whoa, 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 whoa. Not now. Nicht jetzt. Mit die Münze? Schon irgendwie irre, dass ich in meinem eigenen Haus Münzgeld benötige. Um meine Wäsche zu machen. Das ist schon ziemlich geisteskrank, Bruder. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Nö, damit wir uns da verstehen. Nein, Moment, hier. Der Hammer. Let's go. Unterdrücke den Urintrank. Du musst ihn unterdrücken. Du musst aufstehen. War da nicht noch eine zugenagelte Tür irgendwo? Oh, verflucht, es geht in den Keller. Warte, da drüben war doch noch einer. Da renne ich noch schnell hin und dann irgendjemand. Ich mache immer wieder ein bisschen Lulu in meine Taschenlampe. So läuft die. Ist die einzige Taschenlampe auf der Welt, die mit Urin betrieben wird. Die Hose bleibt heute trocken. Das schwöre ich. Ich schwöre euch verdammt noch eins, dass meine Hose heute trocken bleibt. Ja, die Pipi-Krämpfe werden immer aggressiver. Ah, hier ist auch eine Kette dran. Not now, not now. Das müssen Höllenqualen sein, was der Mann hier durchleidet.
Das müssen echte Höllenqualen sein. Aber wir wollen ja noch irgendwas craften. Ah, no! Wir wollen noch irgendwas craften, ne? Also wir brauchen Passwort, wir brauchen einen Schlüssel fürs Badezimmer. Netter Keller mit Garage. Irgendwie lässig. Wow. Unterdrück es. Unterdrück es, Bruder. Ich weiß, ich kenne deinen Schmerz. Okay, die funktioniert schon mal nicht hier unten. Oh, jeez. Oh, no. Alter, was ist das denn? Moment, Inventar. Was ist das denn? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Not now. Eine alte Krypta hier unten. Yep. That's raw porcelain. If only I had something to mine it out of there. Kann ich mit dem Hammer das hier abschlagen? Oh, jeez. Oh, no. Okay, der Mann hat eine Mine. Warte mal. Brauche ich Steine? Brauche ich das hier irgendwie? Diese Urinkrämpfe. Okay, ich brauch sowas wie eine Pickaxe. Aufs Klo gehen ist krasser als ich dachte. Oh yes, kommt zu Daddy. So, das war's schnell. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Gib mir den Bolt Cutter. Oh, jeez. Oh, no. Ich will doch nur aufs Klo. Ich will doch nur aufs Klo. Vielleicht sollte ich noch ein Bier trinken. Ab und zu, wenn die Blase noch voller ist, dann entfaltet sie ihre schreckliche Macht. Warte mal, komme ich damit ins Badezimmer? Moment. Yes! Oh, eine Toilette! Damn it, Will. Got me again. Where'd you move it to this time? Was? Oh, wie geil ist das denn? Okay, Moment. 78477. 78477. Oh. Stehe ich jetzt? Bin ich geduckt? Ich stehe, oder? Quickly. You are at the precipice of destruction. You must gather your wits and construct the final toilet. The fate of the universe lies in your hands, young warrior. Quickly now. Through the porcelain portal. Alter, oh mein Gott. Die ganze Menschheit. Sie braucht mich. Ich bin die letzte Hoffnung. Okay, Toiletteneule. Ich höre auf dich. Was zum Geier? Was? Nein, ich bin schon zu weit. Die Menschheit verlässt sich auf mich. Was ist das für ein Spiel? Oh Mann. Muss ich denn hin? Bin ich richtig? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Wait, hier geht's nicht weiter. Oh no. Ich hab mich eingepiet. Oh nein, ich fange wieder ganz von vorne an. I gotta go. Okay, ich glaube, ich habe mich aber irgendwie... ja. Ich habe mich in Dimension X begeben. So, gib mir nochmal die Taschenlampe. Can't see anything. Ah, damn it. Not again. Not again. Meine Toilette ist weg. It's fine. I can make it to the downstairs. Oh, jeez. Oh, no. Okay, wir wissen jetzt, wie es geht.
So, wir müssen hier hin. Fernseher anmachen. No! I can't hear anything. Let me turn this up. So, Remote. Waschgeld. Ah, Wäsche waschen ist. Gehe ich pleite dran. Ruiniert mein Leben. So, der Zombie-Ausbruch. Standard. Hinten die Bretter müssen wir jetzt zwangsläufig noch nicht machen. Oh, jeez. Oh, no. Aber die Toilettendimension wird mies. The boards are back. A nice clean hammer ought to do the trick. Wie oft passiert ihm das mit den Boards? So. Alright, hier drüben ist dann der Tempel. Boah, das war knapp. Bringt aber nichts, weil wir brauchen der Bolt Cutter. Der Bolt Cutter, die Jude. Not now, not now. So, nochmal ein bisschen Urin in die Taschenlampe pumpen. Jetzt den Kühlschrank. Ja, wenn man weiß wie, ne, kann man hier richtig speedrun. Oh, jeez. Oh, no. Komm schon, Mann. Chains are gonna stop me. Ist aber auch echt mies, das ganze Zeug zu erleben, während man pinkeln muss, ne? Stell ich mir schon hardcore vor. Damn it, Will. Got me again. Where'd you move ein anderer Code. This time? Clever Spiel, clever. Ah, ich drücke immer hier Tab. 67776. Toiletteneule. Guck mal, da oben ist eine Knarre. Kann ich nicht mitnehmen? Okay, sprich zu mir, Eule. You are at the precipice of destruction. You will scatter your wits and construct the final toilet. The fate of the universe lies in your hands, young warrior. Quickly now, through the porcelain portal. Ja, ich muss in Dimension Pi. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt habe ich aber eine Spitzhacke. Sollten wir vielleicht erst spitzhackeln? So, let's go. Im Moment habe ich meine Blase echt gut unter Kontrolle. Raw porcelain. If only I had something to mine it out of there. Ich hab Clay. Was kann ich mit Clay machen? Noch mal ein bisschen Clay. Okay, wir müssen diese eine Tür noch aufmachen. No! Alles gut, Bruder. Du hast deine Blase echt gut im Griff. Das Training macht sich bezahlt. Oben haben wir die Werkbank. Das ist einfach nur Lehm. So, jetzt haben wir nach oben. Dimension Pi. Na, was ist mit dem Raum hier? Oh, jeez. Oh, no. Hab's im Griff. Hab's im Griff. So, jetzt gib mir den Bolt Cutter. Jetzt gib mir die Spitzhacke. Was mache ich mit dem verdammten Lehm? Wahrscheinlich eine Toilette bauen, klar.
Aus Ton. Ich muss die ultimative Toilette craften. Ist die einzige Chance. Los. Verflucht. Oh, schon wieder Tempelstrukturen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nicht jetzt, nicht jetzt, Alter. Okay, ich hab Lehm und ich hab einen Toilettensitz. So, eigentlich schon. Was brauche ich denn jetzt noch? Oben auf der Crafting-Bank waren es, glaube ich, 3 Dinge. Boah, aber die Dimension X ist echt schwer zu handeln. Ich habe auch die Spitze vergessen. Das Problem ist, da hinten gibt es halt so ein Dead-End. Ich muss da rein, ha? Huh? Die Eule sprach die Wahrheit. Well, well. Haven't been here in years. Boah, da hinten ist eine Astraltoilette. Ich brauche natürlich die Seele einer Toilette. Ohne die Seele einer Toilette? Was? Oh, Kacke. Okay, hier komme ich aber wieder raus. Moment. Aber was ist dann da hinten? Ist da irgendwas, was wir brauchen? Oh, ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht. Oh, jeez. Oh, no. Hier komme ich nicht zurück, oder? Hier kann ich noch mehr holen. 0 von 3 Toilettenteilen. Und hier geht's nicht weiter. Oder doch? Warte, hier geht's weiter. Das war nur so ein komischer Bug. Ich muss den Geist einer Toilette natürlich bändigen und zähmen und sie in die Toilette binden, in die ich kämpfen werde. Das ergibt schon alles Sinn. Die heilige Toiletteneule, sie sprach: Finde den Geist einer Toilette. Bändige ihre Seele. Und baue die ultimative Toilette. Was ist das da hinten? Der Spülkasten. Der heilige Spülkasten, in dem die Seele einer Toilette gefangen ist. Im Urin der Kameraden. Ah! Okay. Du sprachst die Wahrheit, Eule. Du sprachst die Wahrheit. So, nehmen wir die mal weg. Okay. I don't even have a kid. Where did this room come from? Ich habe keine Kinder. The old crafting table. We had some good memories. I bet I could make a toilet here. Na los, crafte das Ding. Ich hab Druck. Ich hab richtig fies Druck. Ich hab jetzt alles, oder? I? Ja. 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 Hätte ich das nochmal zusammen craften müssen? Moment. Nein, nein, nicht jetzt! Komm schon, das schaffen wir noch. Ja! Ich werde pinkeln.
ein sauberer Strahl direkt ins Porzellan. Danach kam leider Lizenzmusik, deswegen musste ich es abstellen. Aber es kam auch nichts, also keine Cutscene oder ähnliches. Wir haben gepinkelt und damit die Welt gerettet. Eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Ich fand's richtig geil. War schon ein cooles Spiel, oder? Hashtag die Hose bleibt trocken. Wir machen weiter mit Ed Tornes, wo wir eine Pizzeria leiten werden und wo paranormale Aktivitäten uns den Pizzateig versauen. Ja, ist im Moment nur eine Demo, aber wir schauen trotzdem mal rein. Oh. Alright, ich brauche unbedingt einen starken Kaffee. Boah, cool, wir können sogar die Augen zumachen. Open the door. Funktioniert leider nicht. Aber die hier geht. Oh Mann, er hat sogar eine Toilette. Ja, weiß gar nicht, was für ein Luxus das ist. Eine Toilette, wo irgendwie die Dusche und alles in einem Raum ist. Kannst du eigentlich auch gleich... Moment, die hat keinen Abguss. Die Dusche hat keinen Abguss. Wie funktioniert das Ding? Wie funktioniert dieser Raum? Wahrscheinlich irgend so ein Hightech-Kram. Na gut, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffeemaschine ist leer. Kein Kaffee. Ah, die Kenia-Mischung. Oh, ich bin auch noch total müde. Haben wir Milch? Zucker? Schwarz wie meine Seele. Mann, das Ding lässt sich aber auch ganz schön Zeit. So, was sagen meine E-Mails? Habe ich endlich einen Job? Mann, der Computer ist ja uralt. Hier, yo, Joe. Klar bin ich Joe, ne? Jimmy Falco. Ist wahrscheinlich eine Pizza von der Mafia. Okay. Ich habe einen Job in der Pizzeria. So, schauen wir mal durchs Peephole. What? Steht da hinten eine kahlköpfige Lady? Okay. Habe ich alles? Bin ich bereit? Angezogen, frisch, geduscht, in meiner Dusche, die keinen Ausguss hat. Kein Abfluss. Das Wasser bleibt einfach im Raum, bis es verdunstet. Hier ist alles langsam. Die Kaffeemaschine, der Aufzug. Yo. Im 6.? Im 7.? Bin ich echt im 9.? Ich bin ganz oben. Hat ja schon fast Penthouse-Niveau. Aber wo ist die glatzköpfige Lady hin? Wir haben sie doch alle gesehen, oder? Wir haben sie alle gesehen. Tja, eigentlich muss ich nur über die andere Straßenseite laufen. Schon bin ich auf der Arbeit, aber weil der Aufzug so langsam ist, brauche ich trotzdem eine halbe Stunde jeden Tag. Tja, das ist der Preis einer Penthouse-Wohnung. Und der ist gestorben im Aufzug, weil es so lange gedauert hat. How are you doing? Fam wanted me to call you and give you a quick rundown for your first night. First thing you gotta do is grab the dough in the kitchen. We prepped it earlier, so you should be set for the night. Just bring it here. You will also need to put some wood in the oven before you can cook the pizzas. You got some logs right under it. Orders will pop up on the computer. You also got the menu there in case you forget what ingredients to put in each pizza. All right, that's it. I have to say, cuz, you got some serious guts coming for the night shift. With all the stories about Tony, I wouldn't want to be there. Anyway, see you in the morning. Okay, ich soll den Teig in der Küche holen und irgendwelche mysteriösen Gerüchte über Tonys? Können wir schon mal den Ofen anmachen? La 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 la. Ich mache die Pizza. Aber die haben mir Teig vorbereitet. So. So, was muss da alles drauf?
Wohin damit? Sind das hier Pizzazutaten? Hierhin. Lal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 u. Lalu, 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 lalalalalu. Ich brauche... Ah, Computer. So, Order-Echse. Da ist nix. Menü. Linda ist Tomatensauce, Zwiebeln und Pilze. Was wünscht sich denn jemand? Der Ofenguide. 400 bis 460. 60 Sekunden rein, das Ding. Okay. Alright, Demonstration. Aha. Mhm. Ah ja. Muss das Ding hier hin. Alright, ein bisschen... Und das... Und Mozzarella. So. Ofen ist zu kalt. Das ist ja richtig. Das ist ja eine richtige Simulation. Na perfekto. Mache gusto. So, jetzt rein das Ding. Timer. Raus die Pizza und ab in die Schachtel damit. Boah, das könnte ein geiles Spiel werden, ne? So, Schachtel zu. Fertig. Gut, haben wir eine Bestellung? Eine Linda. So, eine Linda war... Tomate, Zwiebel und Pilze. Nicht mein Favorite, aber... Moment, das ist jetzt doch ausgerollt, das Ding. Ah. So. Mushrooms. Dann brauche ich hier das Temperaturgerät. Viel zu kalt. Temperaturgerät wieder weg. Müsste eigentlich jetzt schon passen, oder? Na, ich glaube, ich sollte noch einen reinklöppeln. Ist jetzt zu hot? Nö, ist perfekt. So, dann brauche ich das hier. Lal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 a. Und let's go. Meine erste Pizza. Ob ich stolz auf mich bin? Schon ein bisschen. Okay, man hat auch einen Timer und alles. Und sonst so, ist doch eigentlich ein netter Laden. Also bis jetzt keine gruseligen Vorkommen oder sowas. Ich find's gut hier. Toller Job. Abends schön allein Pizza backen für irgendwelche Nachtis, die sagen, hey, ich will noch spät eine Pizza mehr reindudeln. Ah, das Ding läuft. Mmh. Eine leckere Pizza Linda. Der macht eiskalt eine ganze Minute draus, ne? In-game. So, wie holt das hier raus? Hey, ich muss die Pizza rausholen. Geht nicht. Geht nicht. Ah, oh, jetzt ist die richtig. Ja, gut. Wow. Was, wo, wie, was? Kitchen Window Counter. Ach, hier. Ist ein bisschen kross. Wo ist der Lieferjunge? Yo! Ist ein bisschen kross geworden. Ja, tut mir leid.
Da kommt schon der Beschwerdeanruf. Guck mal, der fetzt sogar da hinten weg. Hey, cuz. Good job on your first pizza of the night. So from now on, you will get orders on the computer. Just take them as they arrive and try to get them all done on time. All right. There are some other things I need to tell you. In the last couple of weeks, some weird stuff started happening. Like kitchen equipment turning on by themselves. And we got a few leaks in the bathroom. If you ask me, I'm sure it's just some goofball who forgot to turn off water back there, but my dad wanted me to brief you on this. Simple stuff, really. Just check the kitchen and bathrooms for anything suspicious. Easy, right? Previous guy that worked the night shift, you know, the crazy dude that jumped off, said there were some ghosts messing around in the pizzeria. We don't believe in ghosts, right, cuz? Ja, glauben wir nicht dran. Nö. Hab keine Angst vor Geistern. So. Alright. Haben wir irgendwas? Yes, baby. Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Peperoni. Mozzarella, Schinken und Peperoni. Also schon mal hier wieder einen hinlegen. Was gibt's hier noch? Peperoni. Okay, Tomatensauce, Mozzarella, Peperoni, easy. Kann ich ihn auch da hinlegen? Immer nur einen? Oh, das ist doof. Gut. Ich hoffe, diesmal klappt das besser. So, ich habe eine Minute Zeit. Oh, wow! Ey, yo! Was will die Alte von mir? Ah, auf jeden Fall Peperoni und was war das andere? Mozzarella? Oh, ich habe den Wecker nicht gestellt. Ich habe gedacht, der wäre gestellt. Ja, Mozzarella war's. Oh, was ist die Temperatur? Perfekt. Oh nein, die ist verbrannt. Ach, die mach ich nochmal neu. Das rausholen ist irgendwie ein bisschen... Kann ich hier den Müll schmeißen? Stopp. Was habe ich jetzt drauf? Ich habe Peperonis drauf und Mozzarella. Oder? Ah, da liegt eine Peperoni drauf. Die sieht man so schlecht. So, jetzt nochmal das Ganze. Dankeschön. Ich könnte schwören, ich habe das geklickt. Vielleicht hat der Geist. Das war der Geist. Das war der Geist. Was kommt nochmal auf die Mozzarella, Ham, Peperoni? Ham, Mozzarella und der Peperoni. Es war der Geist, Freunde. Temperatur ist top. Was war das für ein Geräusch? Hummelt da jemand an meinen Gerätschaften rum? Ist nicht cool. Hey, wow, das wollte ich gar nicht. Ja, und die hier rausholen. Perfekt, meine erste perfekte Pizza. Ran. So. Was sagt die Temperatur? Top. Jetzt schon Meister, was Pizza angeht. Und ich werde nicht heimgesucht. Können wir ein bisschen früher rausholen. So bei 50 oder vielleicht 52 Sekunden. Holen wir das Ding raus. Alter, später kannst du ja noch voll die riesigen XXL-Pizzen in den Ofen ballern.
Immer noch gut. bis 460. Alles top. Okay, schnell. Oh Gott! Holy moly! Alter, was zur Hölle war das denn? Warte mal, was ist da los? Yo! Jemand hat hier den Ofen angekickt. Ja, ich bin hier, bitteschön. Wie wär's mal mit Emotionen, Alter? Ey, wenn du hier hinlangst, kriegst du einen Schlag und bist hinüber. Okay. Aufs Damenklo darf ich nicht. Ja, ist ja gut. Hello. Let me guess. You're the new guy. Mhm. The guy they picked to deal with their sick, wretched family. Well, only the dead ones, right? Let me tell you a story. Your story. See, I called you tonight because I'd assumed they would be steadfast to replace me. There is nothing more important to the Falcos than money, is there? I used to make the pizzas during the night shift. They probably told you I was insane, or other stupid lies about what made me do what I did. The truth is elsewhere. There are things happening in this restaurant, and I can help you survive. Well, you could just run away and never look back. But if you're even slightly like me, you came here for a reason. A purpose. You have something you need to do, don't you? How about I help you stay alive while you pursue that? Ach, das war's schon. Oh, schade. Ey, das ist echt cool, oder? Was meint ihr? Das ist eigentlich schon ein Spiel mit Potenzial. So in der verfluchten Pizzeria arbeiten mit so einem Geist und verschiedenen Events und dazu noch so ein Pizzaback-Simulator drin. Warum nicht mehr solcher Spiele? Warum sind die meisten Indie-Horror-Games immer irgendwelche Walking-Simulators, wo du halt wirklich stumpf durch irgendein altes Haus läufst und hier und da macht's Buh? Man könnte so viel witzigen, originellen Scheiß machen in Indie-Horror-Games und dabei aber auch ein richtig gutes Horror-Feeling aufbauen. Wenn die Alte da plötzlich aus dem Ofen springt und so, da habe ich mich eben gerade schon erschrocken. Eure Meinung zum Spiel, wie immer in die Kommentare. Nächstes Spiel! Das nächste Spiel, wieder eine Demo, weil im Moment sehr viele Demos durch Steam gerade da sind. Silk Bulb Test. Ein Spiel, wo jetzt schon Kenner sagen, das könnte eines der verstörendsten Indie-Horror-Games überhaupt werden. Die Demo soll auch sehr cool sein, wurde sehr viel gespielt. Wir schauen mal rein. Let's go! Okay, ich soll hier bleiben in meinem Sitz. Alles klar, ich habe zwei Knöpfchen. A und B. Ja, dann machen wir den als der Wahrheit Knopf. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Hallo? War doch richtig. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Können wir das abstellen? Das ist ziemlich... nein, das ist keine Tür. Was? Nein, das ist auch keine Tür. Na, das ist ein hässliches Kind. Ja, das ist eine Tür. Was ist das für ein Ding da hinten? Was? Heute war ein besonderer Tag, ja. Ja. Nein, das ist eine Tür. Es ist ein Hund. Das ist eine Uhr. Ja, das ist ein Wecker, aber ist auch eine Uhr.
Telefon? Nein. Das ist ein Telefon. Das ist eine gruselige Familie mit einem gruseligen Dad, der einen echt gruseligen Haarschnitt hat. Das ist eine Person, das ist ein dünner Magnum. Das ist ein Hund. Das ist ein Auto. Ich würde sagen, ja, ich meine, sind Menschen, oder? Okay, das ist verdammt verstörendes Bildmaterial. Was ist das? Sind das Tentakeln? Spinnenbeine? What? Da ist ein Schatten hinter mir. Wie geht's, Alter? Was ist das für ein... Wow! Wow! Was zur Hölle? What? Was zur Hölle? Was? Moment. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. Was? B. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen. Man hat mir hier versprochen, dass es irgendwie, keine Ahnung, gratis Kugelschreiber gibt und so ein Etui und einfach Kram, den man nie verwendet, aber man macht trotzdem mit, weil man irgendwie den Kugelschreiber und das T-Shirt haben will. Wann trägt man schon mal so ein T-Shirt von einer Werbeveranstaltung? Nie. Ja, meine Frau trägt die zum Schlafen gehen. Nein, tut sie nicht. Wie viele hat sie von diesen Dingern? Sind wir mal realistisch. 15 von 16, das ist doch gut, oder? Ich weiß nicht, Nein. Absolut kein Freund. Schaut ihn euch mal an. Das ist nicht mein Freund. Oh Gott, was ist das? Hat der einen Hodensack am Kinn hängen? Ist kein Freund. A Stranger, ja. Die sehen ziemlich deformiert aus. Ja. Ich vertraue den garantiert nicht. Ich hatte heute Morgen Frühstück, ja. Ich habe alleine gegessen. Ja, durchaus. Also, alleine kann mich schon mal niemand umbringen. Können wir das Licht da hinten irgendwie... Also, hallo. Wo ist denn das Personal? Wo ist der Junge mit meinem Kaffee Latte? Ich hab einen Kaffee Latte. Ja, es ist besser, allein zu sein, als mit irgendwelchen Psychos. Ich bevorzuge es, allein zu sein, ja. Nein. Ich hier bin? Ich habe keine Ahnung. Wegen dem Kaffee Latte und dem Kugelschreiber und dem T-Shirt für meine Frau, damit die damit schlafen kann. Nee, da fühle ich mich nicht allein. Ich bin ja in einer Menschenmenge. Wahrscheinlich ja. Frustrierend, aber ja. Hier B. Alright. Was ist das hier für ein Ding? Ja. Soll ich jetzt mal... Ach so, okay.
Hallo, hallo? Hey, 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 hey. Hey, bleib schön da drüben. Was auch immer du bist. Ich soll... hier. Ich kalibriere. Ich habe ihm das Hirn weggeschossen. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Ich muss ja down. Ich hab nicht down gelockt. Okay, das war... Kannst du aufhören damit? B, B, A, A, B, A, B. B, B, A, A, B, A, B. Kann man das bitte? Ich... Hallo? Unangenehm. Boah, die Demo ist leider super kurz. Aber das war cool. Das war ein cooles Game. Bitte mehr davon. Wirklich jetzt, oder? Also, leider sehr, sehr kurz. Aber da habe ich Bock drauf. Das kommt definitiv auf meine Wunschliste. Da will ich die Vollversion sehen und ich hoffe, die geht länger. Geil, Mann. Die Leute haben recht. Die Leute haben recht. Der Silk Bulb Test ist schon echt eine fiese Nummer. Gut, nächstes Spiel. Cursed Bat ist das nächste Spiel. Mal sehen, was uns erwarten wird. Ist auch erstmal nur eine Demo. Im Moment gibt es super viele Demos auf Steam. Wir schauen rein. Wir sind in einer Vorschule. Mitten im Nirgendwo. Wer baut bitteschön eine Schule für kleine Kinder irgendwo in den Wald hinein? Einfach so, zack, hier. Schulweg durch den Düsterwald, 40 Minuten. Wenn sich hier ein Kind verletzt oder irgendwie ein Krankenwagen mal kommen muss, hey, könnt ihr gleich beerdigen. Verabschiedet euch von eurem Kind, das ist so gut wie tot. Bis wir im Krankenhaus sind, roundabout eine Stunde. Was haben wir hier? Ein Würfel. Mit einer 7 drauf. Zugeschlossen. Da geht gar nichts. Aber hey, der Spielplatz sieht doch eigentlich ganz gut aus. Klar, ein bisschen Müll. Sehr viele Zigaretten. Aber so an sich ist doch ganz nett. So, ich habe irgendwas von Inventar gehört. Ich habe eine Einladung bekommen. Geburtstagsparty in der alten verlassenen Schule. Okay, hier ist alles zugenagelt und zugebrettert. Sicherungskasten. Eine Sicherung rausgenommen. War die kaputt? Müssen wir die austauschen gegen eine andere? Was habe ich da eingesammelt? Padlock Key. Na gut, ich glaube nicht, dass wir ins Gebäude reinkommen. Vielleicht jetzt mit dem Key, aber da ist ja auch alles zugenagelt.
Oh, oh. Ich brauche mal wieder sowas wie einen guten alten Hammer oder ein Brecheisen. Irgend sowas in die Richtung. Ja, ich scheine auf jeden Fall ein Jugendlicher zu sein, oder? Vielleicht sogar ein Kind. Schwer zu sagen. Ich habe meinen Eltern natürlich nicht Bescheid gesagt, dass ich zur Schule gehe. Nicht betreten. Danke für den Tipp. Aber für mich ist es leider zu spät. So macht man das eben. Wo wäre der Nervenkitzel? Wenn nicht genau so. So. Okay, wie geht das? Die rechte Maus. Oh, passiert irgendwie nichts. Hä, was ist hier los? Jetzt. Ganz merkwürdige Hitbox für die Interaktion mit dem... Mit dem Tor. Dankeschön. Na also, geht doch. Hallo, ist hier irgendjemand? Zu viel Musikbox-Musik. Springt auch irgendwas raus? Okay, ein Haus. Kleiner teuflischer Clown mit einem Haus. Was hat das zu bedeuten? Locked. Die Sicherung einfach durch die Scheibe werfen. Ein Stein. Ein Stein durch die Scheibe werfen. Das ist eine gute Idee. So, ich hätte auch die Sicherung nehmen können. Ist das Blut? Nur eine Ratte. Nichts, wovor man Angst haben muss. Hunde. Hallo, ist hier irgendjemand? Ich bin zu einer Party eingeladen. Ist hier zufällig eine Geburtstagsparty? Irgendwas läuft hier. Kann ich das Licht anmachen? Licht ist an. Okay, wie lange muss man das drehen, bis da der kleine Jack aus der Box springt? Da kriegst du ja einen Drehwurm. Eine Scheune. Hat das irgendwas zu bedeuten? Wir haben diese Würfel, wir haben Jack in the Box. Ah, aha. Okay, grün, gelb, rot. Rot ist 2. Okay. Ah.
Ja gut, wo ist das? Hier? Zwei? Rot war ganz unten. Nee, rot war... Okay, zwei ist oben. Ist hier irgendwas? Also wir können auch wieder raus. Da waren ja noch mehr Würfel. Irgendwas mit einer 7. Habe ich mir aber natürlich nicht gemerkt. Wer merkt sich auch sowas? Was ist damit? Geht das auf? Was haben die zu bedeuten? Ich meine, der ist blau, der andere, der ist rot, der andere war blau. Jetzt muss ich wirklich rausrennen und mir diese Würfel nochmal angucken? Eine rote 2. Okay, das Spiel zwingt mich wirklich nochmal rauszugehen. Wäre schon praktisch, wenn man das irgendwie aufmachen könnte. Kann man aber nicht. Gut, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen rüber und uns die Würfel reinziehen. Boah, das Kopfwackeln ist schon extrem. Wie geht der Junge? Tja, wärst du lieber mal mit Fahrradhelm gefahren. Zu viele Stürze auf den Schädel und genau sowas passiert. Kriegst einen Eierkopf. Ist das irgendein Hinweis? Ja, die Würfel, das muss irgendwas bedeuten. Also eine rote 2, 2 war oben. Da bin ich ja mal gespannt, ob sich das alles lohnt am Ende für die Geburtstagsparty. So, war hier ein Würfel. 8. Mann, also das ist ja wirklich Zeitschinderei bis zum geht nicht mehr. Lauf mal ums komplette Gebäude. 7. Zählt das als gelb? Ich würde sagen, ja, hier war keiner. Ja, stell dir mal vor, ich hätte die Sicherung nicht mitgenommen. Hätte erst die Sicherung rein, hätte dann das erst mit der Tür realisiert, dann wärst du hier zwei oder dreimal außen rum gerannt. Na, schon richtig räudig. So kann man auch jemanden quälen. Das pure Horrorerlebnis. Alright. Oh, ist das ein weiter Weg? Habe ich eigentlich eine Kamera an oder so? Weil ich habe ja so eine leichte Störung im Bild. Und ich habe ja auch diesen Fisheye-Effekt. Es war 8 und 7, richtig? Schon wieder vergessen. So. 2. Acht. Was ist hier eine 7? Ey, ich habe keine Ahnung, wie man auf die Zahlenkombination kommt. Oder wie man das einstellen muss. Ich habe eben gerade nachgeguckt. Ich dachte mir so, hä, was, wie, wo, gibt es hier noch irgendwelche Geheimnisse, die ich finden muss? Habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe mir genau nochmal meine Zahlen angeguckt. Nothing. Wäre hier noch irgendwas gewesen? Eine 9. Eine rote 9. Ja, es gibt irgendwie mehrere Würfel und du musst die alle durchtesten und so, also... Keine Ahnung. Und jetzt haben wir eine unheimliche Melodei. Hätte ich noch den Müll durchwühlen müssen. Klassisches Schulklo. Für die Kleinen. Boah, der Staubsauger. Den haben noch die Nazis verwendet, so alt ist das Ding.
alles brutal weggeranzt. Nochmal ein Schloss. Die haben es aber mit ihren Schlössern. Aber hier sieht es aus, als bräuchte ich irgendwas zum Durchschneiden. Werkzeug. Liegt hier was rum? Kann man irgendwas öffnen? Ah, habe ich doch was. Das sollte gehen. Let's do it. Okay, funktioniert hier nicht. Ne, funktioniert hier nicht. Wir hätten noch eine Tür irgendwo oben, ne? Die hier. Hier geht gar nichts. Ja, dann vielleicht draußen die Bretter wegmachen? Weil ich glaube auch nicht, dass es hier geht. Es geht hier. Okay. Ey, Moment, das ist doch noch gut. Warum, Alter, warum? Verdammt, hier gibt's echt viele Schlösser. Ich brauche wieder irgendwas, um das zu öffnen. Das ist ein Loch. Vielleicht auch nur eine Leiter. Ihr habt nichts, oder? Nichts, wo man irgendwie was rausfummeln kann oder so. Okay, wir brauchen schon wieder so einen Schlüssel. Oh. Ja, die müssen ja auch irgendeine Bedeutung haben. Wenn die Klötze eine Bedeutung haben, dann ja wohl auch die Würfel. Ach, und da ist das Iglu drauf. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Du musst die passenden Würfel mit den passenden Puppen kombinieren. Ah. Schlau, schlau, schlau. Jetzt verstehe ich das, wie das Ganze hier funktioniert. Aber hier ist nichts. Ich kann nichts aufmachen oder so. Als ob er nicht das Ding hier drüben aufstemmen könnte. Mit dem Brecheisen. Kann ja auch immerhin die Tür aufhebeln. Tja, was jetzt? Ich meine, das ist ja abgeschlossen, weil wir haben ja hier nur diese Jack-in-the-Box-Nummer gehabt. Spülkasten, irgendwas dahinter versteckt. Oh, oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das kann man so leicht übersehen. Okay, funktioniert hier aber nicht. Also nur oben. Das kann man ja so leicht übersehen. Diesen kleinen Schlüssel im Waschbecken. Hallo?
Das ist eine ekelhafte Puppe. Das ist die verfluchte Puppe, über die sie sprechen. Okay, der kleine Scheißer ist unheimlich. Meine liebe Freundin Lauren, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Wie du weißt, träume ich schon seit Jahren, eine Mutter zu sein. Nach dem Tod meines Ehemanns bin ich für immer in diese Schule hier umgesiedelt. Am Ende hatte ich hier Kinder, die mich liebten. Ich habe allen Ritualen befolgt, die du mir gesagt hast, und es hat funktioniert. Ich kann es kaum glauben. Ich habe ihn in Kleidung, ich habe ihn angezogen. Nachdem jeder ins Bett gegangen ist, bin ich mit ihm raus für einen Spaziergang. Hab mir etwas gekocht in der Küche. Und wir haben Spiele gespielt im Park. Ich habe ihn Abilene genannt, wie du es sagtest. Was für ein wundervolles Gefühl, eine Mutter zu sein, die Liebe eines Kindes zu gewinnen. Sein Körper ist ein Spielzeug, der jetzt eine Seele dank dir hat. Ich danke dir so sehr, meine gute Freundin. Ich werde dich später sehen. In Liebe, Catsy. Okay, sie war hier Lehrerin. Das war anscheinend sowas wie ein Internat, wo die Kinder auch gewohnt haben. Und sie wollte unbedingt Mami werden, aber wie es eben so ist, ist ihr das Muttersein verwehrt geblieben. Kennt man ja die alte Geschichte. Und dann hat sie sich halt an irgendjemanden gewendet. Der hat ihr ein Ritual beigebracht. Sie hat ein Spielzeug mit einer Seele befüllt. Spielzeug ist böse, Seele ist böse, whatever, hat alles umgebracht. Wir sind aus irgendeinem Grund hier, weil wir haben gehört, ach cool, da gibt's eine verfluchte Puppe, die Menschen umbringt. Da muss ich mal abends hingehen und mir das mal angucken. Ich hänge ja nicht so wirklich in meinem Leben. Eine Leiter. Let's get out of this freaking place. Na, jetzt denkst du dir so, ah, war eine Kackidee. Oh, er hat einen roten Ballon. Ach, wie... Oh, der ist aber schon goldig. Happy Birthday. Happy Birthday. Hey, kleiner Mann. Ich komme jetzt hoch spielen. Alter, die Musik geht ja richtig schnell. Du, 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 du. Wer hat den kleinen Synthesizer gekauft? Oh, er hat einen Kuchen gebacken, nur für mich. Was für ein hässliches Ding. Ich glaube, es ist Ende, oder? Ja, es sieht nach Ende aus. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Es könnte ganz witzig werden. Der Anfang war ein bisschen trocken, aber sobald die Puppe kommt, wird es dann doch ein bisschen cooler. Ich kann es nicht beurteilen. Also der Anfang war sehr trocken, finde ich, aber die Puppe sieht cool aus. Vielleicht wird es ganz cool. Vielleicht fängt es in den ersten 15 Minuten ein bisschen lahm an und wird dann hinten raus ein ganz nettes kleines Indie-Horror-Game. Ich hab's auf jeden Fall mal auf der Liste und ich könnte mir vorstellen, dass wir die Vollversion hier spielen werden. Aber jetzt spielen wir erstmal das nächste Spiel. Und das letzte Spiel,
das ich mir noch geschnappt habe aus den Steam Demo Weeks, ist Indica. Indica ist ein Spiel, wo wir eine Nonne spielen. Optisch sieht das Ganze sehr, sehr stark aus und laut einigen Menschen da draußen soll es auch sehr, sehr stark sein. Wir starten mit einem neuen Spiel. Auf geht's. Take a look, please. Well, there's nothing to look at. You better give me an injection. Oh, my God. I'm afraid this will happen. If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God? Great. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Alter, was ist das für ein geiles Teil hier? In my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan, do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking, but remember the gospel. The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. He who had been murdering and stealing, but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than, well, 100,000 righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards. The past, the present, the future. Who? God, who else? I was lying there, about to die. And a sister, just like you, brought me some water in this mug. And I was drinking and I saw ripples in the water. Little round waves. And heard a whisper. So I drank. You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's not the point. I'll show you when we get there. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. A station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of bursts. I won't be able to drag you around with no steam. Maybe we should go around. A nun and an officer? Who cares? But the telegraph poles. The cables are ripped out there. And the road. Doesn't look like it's been used lately. Alter, das Bike ist ja der Hammer.
Oder? Ich meine, teilweise wird es mit Nonnenkraft angetrieben und mit Benzin. Ich will so ein Bike und eine Nonne. Who the fuck would do this? It's as if they blocked the passage on purpose. The brake is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. It won't fucking budge. Ich schaue mich mal um, ja. Okay, die Bremse ist irgendwie eingefroren. Sieht aus Maybe wie there's so something in that shed. Sieht aus wie so ein Dorf von Resident Evil, ne? The Village. So, gehen wir mal rein. Hausfriedensbruch. Aber ich bin eine Nonne. Ich darf das. Alter, hier war wohl das große Fressen. Was haben die denn hier veranstaltet? Okay, die Grafik ist echt gut, ne? Erstmal eine Runde beten. Was sammle ich hier ein? Was ist das? Glaube? Ich habe ein bisschen Glaube gefunden. Das Leben des Gottlieblings Bartholomäus. Der heilige Bartholomäus war ein Einsiedler von solcher Milde und Frömmigkeit, dass selbst wilde Tiere ihn nicht scheuten. Er fütterte Vögel, Eichhörnchen und Schlangen. Selbst ein Bär besuchte ihn von Zeit zu Zeit, um vom Bartholomäus Erdbeerkonfitüre zu naschen. Einmal kam es zwischen ihm und dem Bären zu einem Streit, den sie nicht mit Worten lösen konnten. Wütend schlug Bartholomäus mit der Axt nach dem Bären. Als er sah, was er getan hatte, fiel Bartholomäus zu Boden, wälzte sich in seinen Tränen und bat Gott und den Bären um Vergebung. Levelaufstieg. Schuld. Ich nehme das hier mit. Buße 7. Ich bin auf Buße 7 gestiegen. Im Jesus-Bingo. Okay, das ist ja alles ganz nett, aber das ist nichts, was mir irgendwie weiterhilft in meinem Problem da draußen, ne? Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Unheimliche Geräusche, nicht wahr? So? Nichts. Leider nichts. Aber ich kann hier noch rein. Was ist hier geschehen? Noch ein bisschen Glaube tanken. Powergebet. Noch ein Buch. Das Leben des heiligen Johannes. Eines Tages fiel der ehrwürdige Johannes in eine Grube. Er war ein gottesfürchtiger und frommer Mönch, also blieb er demütig in der Grube. Am dritten Tag zweifelte er. Hatte er aus Feigheit die Prüfung des Herrn mit dessen Willen verwechselt? Sollte er am Boden der Grube in seinem eigenen Unrat sitzen oder aus der Dunkelheit ins Licht steigen? Johannes begann zu Gott zu beten, und er gab Johannes sofort ein Zeichen. Ein Fichtenzweig neigte sich in die Grube hinab. Johannes ergriff den Zweig und entstieg dem Loch. Nachdem er begriff, dass er in seiner Anmaßung von Dämonen versucht worden war, weinte Johannes. Ängstlich sprang er zurück in die Grube und flehte um Vergebung. Gott vergab Johannes und beschenkte ihn mit vielerlei geistigen Gaben und dem Tod. Warum macht sie jetzt hier ihre Leuchte nicht an? Das hier wirklich die erste Liebespuppe. Die erste gottesflüchtige Liebespuppe. Vorsicht, Nonne. Vorsicht, Schwester Benediktus.
Hier sind auf jeden Fall Dämonen am Werk in diesem unreglichen Dorf. Ah, genagelt. Was ist das für Geräusche? Ist das der Wind? Ist das die Windmühle? Tja, jetzt bin ich hier runtergesprungen. Ah, eine Leiter. So, ich komme wieder hier hoch. Ich brauche irgendwas wie einen Schlüssel. Habe ich irgendwas übersehen in diesem Haus? Ha. Ich habe nichts gefunden. Sieht schlecht aus. Der Mann erfriert hier draußen, wenn ich mich nicht irgendwie beeile. Raus können wir nicht. Das ist doch was. Nein? Guck mal, hier macht sie ihre Leuchte an. Hier geht das Ding an. Ich hätte die Axt genommen. Okay, irgendwas muss es unten sein. Warum geht er nicht ins Warme? Ich meine, in der Hütte ist es definitiv wärmer als hier draußen in... Naja, Schneesturm ist es nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine, oder? Gehen Sie in die Hütte, Sträfling. Nonnenentführer. Warte mal, kann sie die Leiter von oben nehmen? Aber was würde das bringen? Nee, kann sie nicht. Okay, kann ich die Leiter irgendwo anders hinstellen? Ha. Huh. I don't think so. Haben wir sowas wie ein Inventar? I. Escape. Inventar. Oh, ein Apfel. Können wir aber nicht essen. Da muss es irgendwas mit der Leiter geben. Aber warum kann ich die denn zum Beispiel nicht hier hinstellen? Sie kann sie hier hinstellen. Okay. Pavel, Indikas Vater, nannte Paraschewka eine Heilige für Mädchen, vielleicht weil viele junge Frauen mit der Ikone der die Zukunft in Erfahrung bringen wollten und sangen: Paraschewska, Paraschewska, zeig mir den Mann, den ich liebe für immer. Möge der Herr gnädig sein. Okay. Ich nehme den Multiplikator. Was für ein merkwürdiges Menü, ne? Der Kontrast irgendwie zu dieser doch recht realistischen Grafik und dann so eine Optik, Schraubenschlüssel ein großer. So. Kann ich die Leiter auch hier vielleicht anlehnen? Und dann komme ich schnell rüber und muss mich nicht nochmal durchs Haus quälen. So? Found a wrench. Give it to me. Bin unterwegs. Ganz langsam, Bruder, ganz langsam. Boah, diese unnatürlichen Windgeräusche. Was war das denn? What's that? Just a dog. Calm down. Ein Hund. Hurry up. Klang eher wie ein riesiges Monster. Quiet, quiet, little doggy. Kleiner Hund. Hurt you. Are you crazy?
Run! Alter, das ist definitiv Resident Evil Village. Die Musik. Die Musik irgendwie, ne? Es ist so 8-Bit alles. Ganz weirder Mix. You know, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Well, hand. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? You know, it would have been useful. I mean, a girl. I would never. Oh, shit! Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away? That's a good question. Here's your answer. Here. Kudesh. Tempel des Johannes von Damaskus, Spasov. Die einzige vernünftige Heilung für Unfruchtbarkeit, Trunkenheit, Untreue und andere körperliche Gebrechen sowie Leiden der Seele. Mit Donald Trump-Engeln. Ja, exactly. Come on. I don't understand. So God had enough power only to stop the rotting, but to heal you completely, he needed some kind of tool. Look, it's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, look, it has nothing to do with my arm. It's about the path we've been given, and whether to follow it or not. It's up to us. What do I have to do with it? So, possessed people are taken to the Kadyets. Everybody is. Do I look possessed to you? No, not you. All right, let's get out of here. Hoist me up. Me hoist you up? Yes, you. You won't be able to pull me up from up there. Yo. Ilya? Are you alive? Ilya? Yeah. All right. Yeah. What's going on? Rede doch, verdammt. Können Sie nicht hier Licht anmachen hier drin? Okay, bin ich in der Mühle? Of course it wasn't a coincidence. And now Indica realized it too. She had heard about the Kudets and its miracles. But right now, in Spasov? And Ilya? Meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? No. One way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter! I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is a greater sin than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? This
is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins, and since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is 10 times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at 1,000 letters. That would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist is better than a murderer, right? Okay, spricht der Teufel zu mir? Ich soll den Brief lesen, oder was? Inventar. Brief. Kann ich ihn lesen? Das sind die Bücher, das ist die Puppe, der Apfel, Rosenkranz. Aber lesen kann ich ihn irgendwie nicht, diesen Brief. Sind die Türen jetzt offen? You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not do it. Abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Defrocked her? How did that happen? Even a Takia wasn't up to take on and knocked her up, but you! First, you got pushed out of your house, and then out of the room! Alter, wie cool ist das denn bitte? Was bin ich hier drüben? So well now, huh? Okay, warte, ich muss irgendwie da hoch. Sie betet einfach fröhlich vor sich hin. Defrocked her? How did that happen? Even if the gear wasn't after take on her. Ich höre auf deine Sünden nicht. Out of the monastery. Ey, das ist eine extrem coole Mechanik. Was für eine geile Idee. Sie betet da irgendwas auf Russisch vor sich hin und kann dann den Teufel nicht mehr hören, der irgendwie ihr Weltbild zerreißt. Question. I haven't heard it for a while. Listen, I'll help you get to Spassov. Somehow. Indica was convinced that the Kudets was going to solve all of her problems. That soon the voice in her head would disappear, and she would return to the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone's love. She thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. I figured out what this place is. This is Denisovka, the paint factory. Marfa told me about it. She's up. Das Leben des heiligen Metropoliten Sinoist. Einst ergriff ein Dämon Besitz von Haar des heiligen Metropoliten Sinoist. Sein Haar begann sich unerwartet aufzustellen, wie das reisige eines Besens. Während sein Gottesdienst hob sich plötzlich Sinoist Mitra, sehr zum Schrecken der Gemeinde. Trotz aller Gebete ließ der Dämon nicht von ihm ab. Eines Tages stach Sinoist 2 Löcher in sein Mitra und band sie so fest an seinen Kopf, dass sich das Haar zu Beginn
der Liturgie in seinen Schädel grub, statt seine Mitra zu lüpfen. Von da an war sie neuest leise und wortkarg, und der Dämon musste sich einen neuen Wirt suchen. So erteilte Gott dem Dämon eine Lektion. Iconographer. They make yellow paint in that shed. Where is everyone? There was an explosion. They say everyone was evacuated in one day. Americans, I guess. Very likely. Or the English. Okay, wir können hier übers Eis. Aber hier ist irgendwie Schluss, ha? Brauche ich wieder eine Leiter? Vielleicht. Mann, ist das laut. Guck mal, sie kann immer so ein kleines Gebet machen. Da ist eine Leiter, aber die kann ich nicht mitnehmen. Noch eine Hütte. Noch ein bisschen Glaube. Der heilige Christophorus entstammt einem wilden Stamm Marazias. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Dessen wolfsköpfige Mitglieder waren sehr groß gewachsen und zeigten grausame Gebaren. Dies hielt ihn nicht davon ab, den christlichen Glauben zu predigen, die Taufe anzunehmen und wie ein Märtyrer zu sterben. Ich nehme wieder den Multiplikator. Kommt mir irgendwie sinnvoller vor. Okay, dann schauen wir uns hier nochmal um, weil hier muss es ja irgendwie weitergehen. Wo ist unser Mate? Oi, Mate! Er steht hier rum. Clever. Wirklich, wirklich clever. Wait, I won't make it. Hold on. We'll think of something. Ich muss erstmal hier rüber, mein Freund. Exactly what we need. Jetzt ja nicht nach unten plumpsen. Der Hund? Der verdammte Hund? Dumb bitch. Why are you standing around? How long can dogs stay underwater, huh? I don't know. I'd wait for a couple of hours, just to be sure. The stairs are broken. We'll have to go through the mill. Oh, wie wunderbar. Wie wunderbar, wir müssen in die verfluchte Mühle mit einem Killerhund, der irgendwie ins Eis gesprungen ist. Ist definitiv kein gewöhnlicher Hund. Definitiv nicht gewöhnlich. How beautiful. Findest du? We had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. They look so lifelike. What? He was like that. Didn't manage to finish the drawing of the daughter though. Left her with just one eye. He got stabbed. Because of the stench? No. He was drawing on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed. Because, well, it's against the code. So where do we go now? The elevator. Here's the gearing. Planetary gear set By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. I see.
Soll das hier hin? Kann das hier rein? Doesn't fucking work. Nothing works here right now. Das ist was zum Klettern. Huh. Ah, ich verstehe. Boah. Tja, der Mann hat mit seiner Scheiße Kunst gemacht, dann haben sie ihn abgemurkst. Arme Sau. War aber gegen den Code. Was ist der Hold-up? Splint, setzt man ihn in die Nut zwischen zwei mechanischen Teilen ein, sorgt für Drehmomentübergang. Aber woher weiß ich, welche der richtige ist? It's a cotter, a safeguard. It breaks when there's an overload to protect the important parts of the engine. I see. Das Leben des heiligen Jona. In seinen ersten Jahren als Mönch lebte der heilige Jona zurückgezogen mit Optatus, einem gerissenen Alten, der dafür bekannt war, seine Brüder zu versuchen und ihre Geduld zu strapazieren. Auch Jona blieb nicht verschont. Des Morgens verbarg sich Optatus unter einer Bank und fuhr mit lautem Gebrüll aus seinem Versteck. Im Speisesaal schrie er und warf tote Fliegen und Ruß aus dem Ofen in Jonas Essen. Wenn Jonas betete, kreischte Optatus und schlug ihm das Gebetsbuch aus der Hand. Vor dem Zubettgehen schrie Optatus wieder und drang mit einem glühenden Holzscheit auf Jonas ein. Ist ein netter Typ. So. Ja gut, hier kann ich wieder runter. Die Nonne hat stabile Knöchel. Something's in the way. Go up! Going up. Ja, vielleicht ist das mein Weg nach oben, ha? Huh? Down! Going down. Okay, wir können sogar ihn steuern. Very nice. Oh shit. That's our exit. So you're suggesting walking that plank? Are you afraid of heights? No. Oh Gott. Nee. Ah. Should have gone around. Ever been to the circus? Yeah. Dee. Ah, oh Gott. Oh, Dreck. Was? Renn doch! Oh, ist sie langsam. Oh, hier geht's nicht durch. Steck fest. Oh Mann. Oh,
Was? Oh nein! Oh, Gott sei Dank bin ich hier. Wow! Ey, hier ist die Musik schon komplett runtergeregelt. Die ballert immer noch voll rein. Deserved it. It was bad. It was sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. And that dog, it's humans left. Stop feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy is possible. Remember that one time when Georgie... That's different. They need it to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog, but how come humans can never do without divine or devilish intervention? Ende, oder? Ey, cooles Spiel. Wirklich. Cooles Spiel. Leider haben die Soundoptionen bei mir nicht funktioniert, denn es war super laut und es war alles auf 5% unten. Also ja, ist aber auch nur eine Demo, soll irgendwann, ich glaube im Sommer dieses Jahr erscheinen. Grafisch cool, Idee cool, Soundtrack richtig geil. Ja, cool, einfach cool. Habe ich Bock drauf, werde ich die Vollversion auf jeden Fall spielen, denke ich. Wenn ihr mich jetzt noch einmal zum Abschied unterstützen wollt, Hashtag Nonnenpower in die Kommentare. Ich bin gespannt, das waren sie, ein paar Demos. Ich habe noch mehr Demos, aber mal gucken. Wir wursten irgendwie alles zusammen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren und tschüss.